Auch in diesem Jahr gibt es wieder Eishockey im Freien zu bestaunen. Das Spektakel nennt sich Stadium Series, findet in der nordamerikanischen NHL statt und es werden wie sonst auch Punkte für das Spiel verteilt. Die St. Jose Sharks mit dem Schweizer Mirko Müller treffen auf den letztjährigen Gewinner vom Stanley Cup, die Los Angeles Kings. Das Freiluftspektakel findet das Mal im Lehigh-Stadion in Santa Clara, Kalifornien statt. Seit dem 9. Februar arbeiten die Verantwortlichen auf Hochtour am Aufbau des Ganzen. Während in einem Eishockey-Stadion eher garstige Temperaturen herrschen, wird das Spiel bei um so 16 Grad über die Bühne gehen. Seit 2014 ist das eigentlich die Heimat- und Wettkampfstätte der San Francisco 49ers aus der National Football League. 75'000 Leute können hier untergebracht werden. Wir haben uns nach dem ersten Freilufttraining der Sharks mit Mirko Müller unterhalten. Für den Wintertourer ist es definitiv ein spezieller Match. Es ist super, natürlich hier im Levi Stadium können spielen und jetzt mal ein Training hatte. Es ist wirklich genial. Super Wetter natürlich, Riesenstadion und es ist etwas sehr Spezielles. Und natürlich viel Medienrummel, darum macht es sehr viel Spass. Beste Mal für dich, dass du rausspielst? Ja, in diesem Stil schon, ja, genau. Wie viele Zuschauer kommt morgen? Ich glaube etwa 70'000, darum sollte schon etwas los sein. Ja, natürlich, es ist etwas Neues, aber ich denke, wenn ein Spiel mal anfängt, dann geht es nur um eins und die zwei Punkte. Und ich denke, mit LA wird es ein super Gegner sein und ein super Spiel. Glaubst du, das ist nicht so warm morgen? Ja, das Spiel ist morgen um 7 Uhr drum, denke ich, schon ab. Es ist jetzt auch schon gegen die Ende. Jetzt ist etwa um die 5 Uhr, jetzt ist schon etwas kälter geworden. Und sobald die Sonne nicht mehr aufs Feld scheint, dann wird es schon relativ viel besser. Eis war in Ordnung? Ja, es ist ziemlich gut gewesen, also positiv überrascht, würde ich sagen. Die Veranstaltung wird in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag am 4 Uhr am Morgen Schweizer Zeit vonstatten gehen.